what the fuck, die Osterhasen. Okay, ich hatte mit allem gerechnet, aber nicht mit den Osterhasen jetzt zu fast Anfang Dezember. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Wie ihr es schon seht, haben wir heute die Osterhasen-Skins und die Spinn-Skins mal wieder drin. Und ja, es haben sich auf jeden Fall beide Seiten aktualisiert. Und zu Beginn nochmal ganz kurz die Info, nämlich könnt ihr gerne die Glocke aktivieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Denn ich stelle ja diesen Shop hier wirklich jeden Tag vor. Heute ist, glaube ich, Tag 231. Also, falls ihr in Zukunft keine Skins hier in Fortnite mehr verpassen wollt, könnt ihr einfach gerne kurz runterscrollen, dort die kleine Glocke anklicken, neben dem Abo-Button ist die und ja, dann bekommt ihr nämlich jeden Morgen eine Benachrichtigung und falls ihr natürlich neu seid, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen und ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem heutigen Shop. Da haben wir erstmal die Spinnenskins drin, da haben wir die Arachne und den Spinnenritter. Beide kosten 2000 V-Bucks, ist natürlich ein ordentlicher Preis, aber ich finde besonders auch der Spinnenritter hier ist ein richtig geiler Skin. Die Spinnenfrau, da finde ich den Backpack besonders cool, diese Spinnenbeine, die da rumhängen, gefallen mir da sehr gut. Dann haben wir noch passend dazu den Netzfetzer für 800 V-Bucks. Spiele ich mal kurz den Sound ab. Und ihr seht auch schon, die Augen beginnen so zu leuchten, wenn man damit schlägt. Und dann haben wir noch als letztes den Flugweber. So ein Spinnengleiter für 1200 V-Bucks. Schaut auch ziemlich cool aus. Dann kommen wir schon zum nächsten Slot. Dort haben wir, wie gesagt, heute die Osterhasen drin. Das ist einmal der Langohrmarodeur für 1500 V-Bucks. Der männliche, dann noch der weibliche, ebenfalls für den gleichen Preis. Beide haben so ein unterschiedliches Osterei auf dem Rücken. Und dann noch natürlich die Hacke. Das ist der Karottenknüppel für 800 V-Bucks. Auch hier spiele ich mal kurz den Sound ab. Genau, das war es dann schon zur linken Seite des heutigen Shops. Dann kommen wir jetzt auch schon zur rechten Seite. Da haben wir erstmal die Disco-Party drin. Ein Emote mit ziemlich cooler Musik, feiere ich sehr. Dann haben wir noch die Flugpionierin für 1200 V-Bucks. Einer der wenigen blauen Skins, die einen Backpack haben, der mir auch eigentlich ganz gut gefällt. Ich finde das Farbdesign von dem Skin ist ziemlich stimmig, also das gefällt mir ziemlich gut. Dann haben wir noch den Elektro-Swing drin für 500 V-Bucks. So ein richtig klassischer Fortnite-Tanz kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir noch die Battle-Pass-Stufen drin. Ja, wie gesagt, für 600 V-Bucks 10 Stufen plus 500 XP bekommt man da. Und jetzt zum Ende der Season lohnt sich das auf jeden Fall, falls ihr den Battle-Pass noch nicht voll habt. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich das hier voll zu kaufen. Ich würde vielleicht sogar noch ein paar Tage warten. Jetzt zum Ende der Season bleibt das Ganze ja wahrscheinlich noch ein paar Tage drin. Und ja, ich würde halt sonst versuchen, mit den Herausforderungen das Ganze voll zu machen und dann einfach den Battle-Pass im Notfall voll zu kaufen. Dann haben wir noch die Filet-Hacke für 800 V-Bucks. Diese Sushi-Hacke, genau, und dann im letzten Slot haben wir noch die Dschungelspeerin, ebenfalls für 800 V-Bucks. Ein relativ preiswerter Skin dafür, dass sie nur 800 V-Bucks kostet, schaut es eigentlich ziemlich cool aus. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr nachher eine Runde Fortnite spielt, könnt ihr mich natürlich gerne als Creator eintragen. Einfach nur kurz in den Shop gehen und hier unten rechts auf Unterstützer einen Creator gehen und dort Snoxy eintragen, Snoxy mein Kanal und ein kleines Ihr ins Ende dran, würde mich sehr supporten. Vielen Dank an jeden, der das Ganze macht. Und jo, da könnt ihr wieder jetzt rechts zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also top oder flop. Und ja, dann wünsche ich euch hier noch einen entspannten Tag. Wir hören uns spätestens mal wieder zum nächsten Daily Shop. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.